Heute sprechen wir darüber, warum es so wichtig ist, dass dein Antrieb und deine Motivation wirklich von innen kommt. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo Eckel, der Abiturcoach, und in diesem Video wirst du erfahren, warum es so unglaublich wichtig ist, dass der Antrieb, den du für deine Noten, für deinen Zielschnitt, für jegliche Verbesserung hast, wirklich auch von innen kommt. Denn du kennst das vielleicht wurdest du früher mal von deinen Eltern irgendwie zu irgendeiner Sportart geschickt, auf die du überhaupt keinen Bock hattest. Oder du bist mal mit deinen Freunden in irgendeinen Kinofilm gegangen, der dich eigentlich überhaupt nicht angesprochen hat. Du bist eigentlich nur mitgegangen, weil deine Freunde da mit hin wollten. Und in all diesen Szenarien wisst ihr, wie es verlaufen ist. Ihr hattet eigentlich keinen Bock drauf. Ja, ihr hattet keinen Bock drauf. Ihr habt euch von außen unter Druck gesetzt gefühlt. Habt euch nicht wohl gefühlt. Dachtet euch, boah, ich verschwende hier meine Zeit. Vielleicht ein paar wenigen Fällen seid ihr auch auf ein neues Hobby oder was auch immer gestoßen, wo ihr sagt, hey, das ist wirklich cool, aber in der Regel, wenn es von außen gekommen ist, ja, irgendwie diese Energie, eine bestimmte Sache zu machen, dann hat euch das auch nicht gefallen oder zumindest hat sich die Art und Weise, wie es gemacht worden ist, sich irgendwie nicht gut angefühlt. Und warum ist das so? Ja, stellt euch einfach euch selbst als so einen Organismus vor, der in dieser Welt rumläuft. Und ein Organismus hat es eigentlich selten gerne, wenn er von außen irgendwo hingeschoben wird, wo er nicht auf natürliche Art und Weise hingehört. Ja, wenn ihr euch zum Beispiel eine Pflanze anschaut, die Pflanze wächst ohnehin schon nur da, wo sie auch wachsen kann. Wenn du jetzt von außen als Mensch kommst, sagst, naja, die Pflanze sollte lieber in meinem Garten stehen, du krebst sie aus, trägst sie irgendwie mit, meinst vielleicht sogar, du weißt, was richtig für die Pflanze ist und pflanzt sie dann bei dir im Garten ein, weil du das Gefühl hast, ah, da fühlt sich die Pflanze bestimmt viel wohler, aber da ist der falsche Boden, ja, um für diese Pflanze, um dann zu wachsen, dann wird sie eingehen, egal wie sehr du sie gießt. Und genau das Gleiche kann eben auch mit euch selbst passieren. Ja, wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, ihr seid irgendwie in einem sozialen Umkreis, der euch irgendwie nicht gut tut, ja, ihr werdet das in euch merken. Oder auch wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, keine Ahnung, irgendjemand anders in eurer Klasse oder einer eurer Freunde oder auch hier jemand in meinen YouTube-Kommentaren hat eben gesagt, er will jetzt ein 1,0 Abi machen, du hast vor allem das Gefühl, du musst auch ein 1,0 Abi machen. Nicht, weil du das selbst wolltest, sondern einfach nur aus dem Grund, weil du irgendwie von außen gemerkt hast, so, boah, irgendwie anders will es auch, boah, ich will es auch machen. Und dann wird das meistens eigentlich nur in Druck resultieren, in Stress, das Gefühl, ich muss, aber du möchtest gar nicht wirklich von innen heraus. Und daran erkennt man schon, eigentlich egal, was von außen kommt, es erfüllt nie wirklich den Zweck, den es soll. Ja, natürlich kann es sein, dass wenn du mal Druck von außen hast, beispielsweise auch bei einer Klausur entsteht, dann kann es schon mal sein, dass du kurzfristig besser lernst, dich vielleicht auch kurzfristig besser konzentrieren kannst und vielleicht auch kurzfristig bessere Noten erzielst. Nur wirst du das nicht langfristig aufrechterhalten. Ja, das merke ich auch immer wieder, diejenigen, die wirklich lange und konstant in der Oberstufe und dann auch im Studium eben noch weiter am Ball bleiben und wirklich konstant sehr gute Leistungen abrufen, sind immer diejenigen, die es wirklich von innen heraus wollten. Die gesagt haben, ich mache das hier für mich und ich habe Bock drauf, das Ganze auch wirklich für mich umzusetzen. Das ist so entscheidend, extrem unterschätzt, dass dieser Antrieb eben auch von innen kommt. Deswegen frag dich mal eben selbst, das, wo, wenn ich dich jetzt fragen will, was ist gerade so dein Ziel? Ja, das ist jetzt bei den manchen von euch vielleicht ein bestimmter Abischnitt, das ist bei anderen vielleicht von euch ein Studium, vielleicht auch miteinander verknüpft. Wenn ihr euch das anschaut, ist das wirklich das, was ich möchte? Oder habe ich das irgendwie von außen vorbekommen? Und da müsst ihr auch ein bisschen unterscheiden zwischen, hat das von außen jemand von euch erwartet oder hat jemand einfach nur was erzählt und das hat euch dann inspiriert? Ja, ganz, ganz oft ist es so, dass einige von euch zum Beispiel haben ganz, ganz oft immer diesen Schnitt von 1,3 im Kopf. Ja, und das ist jetzt auch nicht so, dass die grundsätzlich sagen können, ich will genau 1,3, weil ich dann genau dieses Studium machen will. Das 1,3 fühlt sich für mich einfach gut an. Das ist auch wunderbar. Ja, also versucht jetzt auch nach diesem Video nicht so super viel in der Tiefe irgendwie zu kramen. Oh, ist das wirklich das, was ich machen möchte? Und hinterfragt nicht gleich alles. Ja, nur wenn ihr merkt, hey, irgendwie bei gewissen Dingen, ich mache das eigentlich nur wegen Person XY oder weil ich mal gehört habe, das, dann macht es Sinn, vielleicht mal drüber nachzudenken, ist das wirklich das, was du möchtest? Und wenn du dann zur Antwort ja kommst, ist es ja wunderbar. Ja, man kann auch manchmal von außen einen Schub bekommen haben und dann gemerkt haben, hey, das ist ja wirklich das, was ich auch machen möchte und das dann weitermachen. Wenn du aber merkst, nee, ganz ehrlich, ich mach's eigentlich die ganze Zeit nur wegen meinen Eltern, weil ich irgendwie zu meinen Freunden dazugehören will oder was auch immer, dann macht es vielleicht Sinn, einfach mal darüber nachzudenken, ob man das Ganze nicht einstellt oder auf eine Art und Weise macht, wie man selbst eben machen möchte. Und da hilft es auch manchmal einfach mit den Eltern zu sprechen und sagen, hey, Mom, Dad, irgendwie, ich will gar nicht so gute Noten schreiben, mir ist das gerade nicht so wichtig. Oder irgendwie auch mal nur mit dir selbst zu reden und sagen, hey, hör mal zu, Anna, oder wie auch immer du heißt. So, einfach ein bisschen Selbstgespräch führen, so, hey, Anna, irgendwie, ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir es nicht unbedingt brauchen. So, wir brauchen nicht diesen guten Shit. So, ist auch vollkommen okay, wenn das nicht so ist. Oder genauso auch geht er auch in die andere Richtung. Ja, kann ja zum Beispiel sein, dass du sagst, hey, ich bin super ambitioniert, ich will ein 1-0-Abi, ich will ein bestmögliches Abi schreiben. Ja,
aber deine Eltern zum Beispiel sagen, hey, das Wichtigste ist, dass du glücklich bist, mach dir nicht so einen Stress, genieß deine Zeit, das ist ja wunderbar, aber dann gehört es auch dazu, dass du für dich selbst sagst, nein, ist mir egal, ob meine Eltern sagen, ich brauche einen guten Schnitt oder nicht, ja, sondern ich will einen guten Schnitt machen und deswegen schreibe ich den auch. Deswegen, das geht in beide Richtungen. Das Entscheidende ist nur, dass das, was ihr vorhabt, wirklich von innen herauskommt, dass der wirklich sagt, hey, ich habe einfach Bock drauf, weil wenn du Bock drauf hast, es wirklich zu machen, dann ist es relativ egal, was von außen kommt. Du wirst immer einen Weg durch, drüber, drumherum oder wie auch immer finden. Und du wirst dich auch mal von Rückschlägen nicht so runterkriegen lassen, weil du noch weißt, das ist das, was ich möchte. Wenn es für dich aber so ist, dass du irgendwie das Gefühl hast, hey, ich mache das nur für meine Eltern oder für wen auch immer. So, bei der kleinsten Sache, die irgendwie Widerstand ist, denkst du, ja, warum soll ich das überhaupt machen? Und deswegen ist es extrem entscheidend, erstens für den langfristigen Erfolg, dass es von innen herauskommt, aber auch für euer eigenes Gefühl. Was bringt euch, wenn ihr ein super gutes Abi schreibt, aber ihr euch dabei die ganze Zeit nur scheiße fühlt? Ja, das ist mir persönlich auch sehr, sehr wichtig, dass ihr euch gut dabei fühlt. Und ihr fühlt euch immer dann gut, wenn ihr was macht, wo ihr wirklich selbst Bock drauf habt. Zum Beispiel, das, was ich und mein Team hier auch jeden Tag machen, würden viele sagen, hey, das ist zu viel oder ich will das, würde das niemals machen wollen. Und das ist vollkommen in Ordnung, kann ich auch vollkommen verstehen, nur wir oder ich zumindest weiß wirklich für mich hier, ich mache das einfach alles von innen heraus und habe einfach Bock drauf. Und deswegen fühlt es sich für mich auch nicht anstrengend an, hier die ganze Zeit Videos zu shooten, Beratungsgespräche mit Bewerbern für unser Coaching zu führen, unsere Coaching-Teilnehmer zu coachen. Ich mache das einfach super gern. Ja? Und deswegen kann ich das auch den ganzen Tag machen und mache das ja auch schon seit Jahren. Und das ist einfach super, super wichtig, dass ihr euch darauf konzentriert, was ist wirklich meins, was ist nicht unbedingt meins. Und dann dementsprechend auch eure Ziele und eure Handlungen anzupassen. Wenn ihr dabei Hilfe und Unterstützung haben wollt, bewerbt euch gerne bei uns im Traumabitur-Coaching. Gerade solche Thematiken ist das, was wir auch sehr, sehr gerne thematisieren, dass ihr wirklich einfach rausfindet, was will ich wirklich und dass ihr das dann auch möglichst mit den bestmöglichen Strategien dann auch wirklich umsetzen könnt. Deswegen bewerbt euch gerne mal einfach im ersten Link in der YouTube-Beschreibung und dann wird mein Team mal mit euch sprechen. Einfach schauen, was gerade deine Situation ist, wie wir dir weiterhelfen können. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und vielleicht sehen wir uns ja dann schon bald bei uns im Traumabitur-Coaching. Und ich kann dich als dein persönlicher Coach unterstützen auf dem Weg zu deinen Zielen, welche auch immer die darstellen mögen. Und in diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.